Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren PoE-Video. Lang ist es jetzt her, es tut mir auch sehr leid, aber ich hatte in letzter Zeit etwas viel private Probleme und viel um die Ohren. Aber bald startet ja ein neues Race-Event und da werden wir mit dabei sein. Dadurch hatte ich gar nicht so viel Zeit, die in Kölsch League bisher zu spielen. Dennoch habe ich zwei Charaktere bis auf Level 90 gebracht. Und ich habe in dieser League mal etwas für mich Untypisches ausprobiert. Ich habe ein Meta-Build nach einem Guide gespielt und darüber möchte ich euch jetzt ein bisschen was erzählen. Ich habe mir ein Blade Vortex Elementalist gebaut und muss sagen, das Ding ist wirklich verdammt stark. Das heißt, wenn ihr auf jeden Fall einen guten Charakter haben wollt, jetzt für das Race oder auch für einen Solo Cellphone Charakter, ist das Ding das Richtige. Vorausgesetzt, ihr spielt gerne Meta-Builds. Ich mache es leider nicht ganz so gerne. Nun, was braucht ihr eigentlich an Ausrüstung? Das ist wirklich nicht viel und das Ganze ist echt nicht teuer. Ich habe einen Brightbeak, um mich schneller fortzubewegen. Das Ganze gibt mir noch ein bisschen Crit und ein bisschen Resistenzen. Und ich habe eine Tabula, um meinen Sechsling zu spielen. Ich habe ein Starconia-Set. Ich habe Hiram Sorrow, die auch nicht viel kosten. Und ansonsten ist eigentlich alles rare. Ich habe Ringe mit Leben und Resistenzen. Hier Diamond Rings, weil ich auf Crit spiele. Hier auch Leben und Resistenzen auf dem anderen Ring. Dann habe ich hier ein Amulett, was auch nicht wirklich gut ist. Das hat nicht mal Resistenzen, das hat nur Leben und Increased Spell Damage, relativ viel und Crit. Und ich habe hier Boots auch mit Leben und Resistenzen und der Gürtel auch Leben und Resistenzen. Also alles nichts Wildes, da könnt ihr wirklich gucken, was ihr so findet und das solltet ihr dann tragen. Einzig allein das Schild wird am Anfang von der League oder am Anfang von so einem Race ein bisschen teurer sein. Von daher könnt ihr hier auch gerne ein Rare-Schild benutzen oder andere Sachen, die ihr findet und die euch nützen. Optionalerweise habe ich am Anfang mit dem Char Dual Wield gespielt, hatte da einen Dolch, der mir ein bisschen auf Spell Damage gibt, Attack Speed und Crit Chance habe ich draufgehauen. Und als zweites hatte ich einen Divinarius, den könnt ihr auch gut benutzen und der ist am Anfang eigentlich auch nicht wirklich teuer. Quatschen wir nochmal eben fix über die Flask. Wir haben eine Life Flask mit Remove Bleeding. Wir haben eine Sulfur Flask für mehr Schaden, eine Diamond Flask für Crit, eine Azilis Promise für mehr Damage und eine Quicksilver Flask zum Bewegen. Und somit habt ihr dann eigentlich alles, was extrem einfach zu bekommen ist, was einen extrem starken Charakter macht. Ich zeige euch am Ende gleich auch noch ein bisschen Gameplay. Jetzt mal zu dieser Geschichte mit den Meta-Builds. Ich sehe das Ganze natürlich aus der Sicht eines Content-Creators und aus der Sicht eines Streamers. Und ich muss leider sagen, ich habe in den letzten Tagen sehr, sehr viel Zeit gehabt und auf Twitch verbracht und mal durch die ganze PoE-Sektion durchgeklickt. Und ja, gefühlt macht jeder zweite Streamer oder jeder zweite Streamer spielt ein Meta-Build. Was vollkommen nicht verwerflich ist, du kommst damit super durch, aber ich persönlich finde es langsam langweilig, immer die gleichen Builds zu sehen und ich werde auf jeden Fall demnächst mal wieder ein bisschen was Ausgefalleneres oder irgendwas, was mir in den Kopf kommt, spielen. Da seid ihr natürlich auch herzlich eingeladen, hier auf YouTube oder auch auf Twitch bei mir vorbeizuschauen. Nichtsdestotrotz, lasst euch nicht entmutigen, nur weil ich eventuell diverse Meta-Builds nicht mag. Leute mögen das, wenn sie stark sind und gut farmen können. Das hier ist ein extrem guter Charakter. Wie gesagt, ich werde euch zwei Links unten in der Infobox verlinken. Und jetzt zeige ich euch noch ein bisschen Gameplay. Ich glaube, das werde ich irgendwo aus dem Stream nehmen, der schon ein bisschen älter ist. Und ja, wir sehen uns dann auch bald im nächsten Video zu meinem anderen 90er aus der Incursion League. Das ist ein Crimson Cycliner. Da werde ich vielleicht ein bisschen mehr erklären. Aber in diesem Sinne, viel Spaß bei dem Gameplay.